der Nationalpark Gesäuse Podcast. Der Podcast des einzigen Nationalparks der Steiermark. Alle zwei Wochen neu mit Themen aus dem Nationalpark Gesäuse und aus der Nationalparkregion. Schön, dass ihr mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema ist hoffentlich nützliches, praktisches. Soll man sich auskennen, soll man aber hoffentlich nie brauchen. Erste Hilfe am Berg. Zu Gast im Studio bei mir ist niemand. Leider Corona-bedingt darf ich keine Gäste haben. Wir hören aber Statements von Hermann Telesklav. Er ist Allgemeinmediziner im Ruhestand und Bergrettungsarzt bei der Bergrettung in Admont, und von Manfred Aster, Notfallsanitäter und Einsatzleiter, ebenfalls bei der Bergrettung in Admont. Erste Hilfe am Berg. Ich bin am Berg, ich komme zu einem Notfall, ich habe vielleicht selber einen Unfall oder mit meinen Bergkameradinnen und Kameraden. Es ist halt was passiert. Was kann ich tun? Es kommt halt immer darauf an, was ist passiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass man zu einem Notfall kommt, ist doch relativ groß. Es waren immerhin jedes Jahr so im Schnitt 300 Tote. Wenn man jetzt aber die Zahl der Notrufe überhaupt nimmt, mit der Zahl der Verletzten, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit äußerst groß, dass man einmal zu einem Notfall oder zu einem kleinen Notfall dazukommt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man zu einem Herz-Kreislauf-Problem kommt, also überhaupt zu einem Kreislauf-Problem kommt, ist ungefähr 30%, weil nämlich 30% aller Todesfälle, aller Bergtoten, sind auf Herz-Kreislauf zurückzuführen. Der Rest ist dann eben direkt die Verletzungen, da weiß der Manfred vielleicht besser Bescheid. Und der Hermann sagt, Herz-Kreislauf-Versorgung im alpinen Gelände, da gibt es schon die Statistik vom österreichischen Kuratorium für alpine Sicherheit. Und wir haben dann im vorigen Jahr durch 60 Herz-Kreislauf-Tote gehabt. Und zurückkommen jetzt noch auf die Verletzungsorten, auf die anderen, da wiederholt sich immer wieder das gleiche Muster, neben den Kreislaufversorgung eben Kopfverletzung, Schlangenbisse, die was Gott sei Dank dann trotzdem selten sind, aber dann halt Knöchel- oder Handgelenksverletzungen aufgrund von einfachen Stürzen, wo halt dann der Notfall in dem Fall eingetreten ist und dann schon mit einfachen Handgriffen aber erste Hilfe geleistet werden kann, wenn man das Equipment mit hat. Vielleicht darf ich dazu noch bemerken, was eigentlich zum Herz-Kreislauf gehört, ist die Erschöpfung. Die Erschöpfung, die Überforderung der Wanderer oder Kletterer ist nämlich in den letzten Jahren der häufigste Ausrückungsgrund bei der Bergrettung oder einer der häufigsten Ausrückungsgründe bei der Bergrettung. Und da brauche ich nicht einmal Equipment, ich brauche nur wissen, was ich zu tun habe, damit ich denen helfen kann, weil was zum Trinken und was zum Essen haben wir die meisten doch vielleicht mit. Ja, Stichwort wie Hilfe, das Hilfe holen. Der Notruf ist natürlich ein großes Thema im alpinen Gelände. Da kann man schon eingehen, wie geht ein richtiger Notruf zum Absetzen und wie hole ich diese organisierte Hilfe, sprich eben die Bergrettung. Ganz wichtig wäre zu sagen, man soll, wenn man ins alpine Gelände geht oder wenn man überhaupt wandert, soll man wissen, wenigstens die paar Notrufe, die es in Österreich gibt. Und die Bergrettung hat den Notruf Nummer 140. Und bitte nicht zu vergessen, dass dieser 140er selbstverständlich auch bei einem gesperrten Handy geht, aber es muss ein Netz vorhanden sein und in diversen Gräben und so weiter
da funktioniert kein Netz. Das heißt, ich muss irgendwohin aufsteigen, wenn ich Hilfe holen muss, muss ich irgendwo aufsteigen, um diesen Notruf abzusetzen, weil es herrscht manchmal immer noch die Meinung, der Notruf geht immer. Der Notruf erfordert ein Netz, egal ob das jetzt A1 oder Bob oder sonst irgendwas ist, er erfordert ein Netz. Diese Notrufnummern wählen sich in das verfügbare Netz ein. Habe ich wirklich kein Netz, dann hilft Nummer 1, Standortwechsel oder einfach absteigen zur nächsten Schutzhütte und Hilfe holen, muss man halt dann absteigen. Ganz wichtig am Berg die Notrufnummer 140, dann kommt man gleich zur Landeswarnzentrale. In der Steiermark, in unserem Fall, ist es dann noch Graz. Die anderen Notrufnummern, der 112er oder 133, 144, ist für andere Notfälle natürlich wichtig, aber am Berg kommt es da oft leider zu Verzögerungen. Ich habe da selber leider einmal feststellen müssen, dass der 112er nicht immer so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Also wenn am Berg was passiert ist, 140 anrufen, dann kommt man zur nächsten Leitstelle. Erste Hilfe am Berg ist heute das Thema im Nationalpark Radio, weil der Nationalpark Gesäuse natürlich eine sehr gebirgige Gegend ist und da kann man immer dazukommen oder selber einen Notfall haben und sollte man sich einfach auskennen im Sommer und im Winter, was zu tun ist. Was soll ich selber mit haben? Was kann ich an Kameraden Rettung machen? Wie ist die Reihenfolge? Tue ich zuerst einmal einen Notruf absetzen, tue ich zuerst einmal schauen, was der hat, weil der kommt ja gerade was am Ersticken sein und gerade mechanisch, oder wie gehe ich vor? Na, was soll man mit haben? Eine Erste-Hilfe-Rucksack, aber Decke ist eigentlich kein großes Equipment. Man hat einfach ein Backel mit wärmeerhaltende Maßnahmen, sprich das ist eine Aluminiumdecke, man hat ein Dreiecktuch mit, eine Schere, man hat verschiedene Pflasterarten mit, Verbandmull, wichtig ist also Omniplast, Fixierbinden und eben Wundauflagen, das bringt man schön in ein Backel rein. Zusätzlich kann man dann so eine Art Aluminiumschiene, sprich Semsplint mitnehmen und das sind wirklich zwei kleine Backerl und du kannst die Blutstillung machen, du kannst eine Armschonung mit dem Dreiecktuch machen, also mit einfachen Mitteln kann man da relativ viel helfen und den Verletzten stabilisieren oder eben die Blutung stillen und das ist ein kleines Backerl, hat im Rucksack Platz und ist nicht schwer. Zur Reihenfolge des Vorgehens ist natürlich erstens Lage checken. Das ist vordringlich, weil ich muss ja das, was ich da herausfinde, etwaigen Rettungsorganisationen Notrufnummern weitergeben können. Wenn ich sage, es ist irgendwas passiert, wird der in der Zentrale nicht sehr glücklich damit sein. Ich werde halt den Verletzten oder Verunfallten oder anderweitig auffälligen Menschen kurz untersuchen, den Befund erheben und dann beurteilen, ob eine Hilfe notwendig ist oder nicht, ob man selber damit zurechtkommt, weil man bemerken muss, dass sehr viele Verunfallte vehementest irgendeine Hilfe ablehnen, die zugezogen werden soll. Das muss man noch berücksichtigen extra. Also dann als erstes natürlich den Notruf absetzen und am besten natürlich direkt zum Schmied und nicht zum Schmiedl, also Nummer 140. Die übrigen Notrufnummern erfordern dann schon gewisse Umwege und so wie das bei der Stillen Post ist, kann das eine oder andere damit verloren gehen. Also das ist das Wichtigste. Und dann geht man natürlich in die Erste Hilfe hinein, wobei ich wieder auf die Herz-Kreislauf-Geschichte zurückkomme. Da brauche ich eigentlich kaum was dazu, aber ich komme immer wieder zu Notfällen hin, wo der mit sämtlichen Symptomen eines beginnenden Herz-Kreislauf-Versagens sitzt, das heißt Schweißausbrüche, weiße Haut, blasse Haut, blasse Lippen, Atemnot, Bewusstseinstrübung teilweise und derjenige nicht hingelegt wird. Also dass man versucht, ihn sitzen zu lassen, was natürlich
das Schlechteste ist, was man machen kann. Eigentlich kann man mit einer Schocklagerung kaum was falsch machen. Das heißt, den Patienten hinlegen und die Beine in die Höhe, und man ist oft überrascht, wie schnell sich jemand erholt. Ob das jetzt ein Erschöpfter ist oder ob der einen Herzinfarkt hat oder sonst irgend erkrankt ist, ist eigentlich egal. Beziehungsweise wenn ein Asthmaanfall ist, der wird das vielleicht nicht so akzeptieren, dass man den Kopf tief bzw. Oberkörper tief lagert und die Beine hoch, weil er schlecht Luft kriegt. Also wenn der Patient noch bei Bewusstsein ist, dann kann man das ohne weiteres akzeptieren, wie er es am liebsten hat. Und wenn jetzt unser Bergrettungsarzt Hermann Telesklav vorhin gesagt hat, man sollte den einmal untersuchen, dann kommt diese Anamnese zu Drogen. Man soll den Verunfallten dann wirklich vom Kopf bis zum Fuß abtasten, durch einen Sturz, durch einen Aufprall an der Wand, durch Steinschlag kann es dann schon zu Verletzungen am gesamten Körper kommen, und man sieht vordringlich jetzt nicht alle Verletzungen, so ist es wichtig, dass man den vom Kopf bis zum Fuß abtastet, die Hände abtastet, Brust- und Bauchbereich wirklich auch kontrolliert, und dann schauen auf die Körperregion, die was halt dann verschiedene Krankheitsbilder zeigt, wirklich dort konzentriert sich dann meinen Erste-Hilfe-Maßnahmen zu widmen. Und das ist ganz wichtig, weil es passieren schon Sachen bei Stürzen. Da hat man eine kleine Wunde am Kopf und im Endeffekt hat er eine schwerwiegende Beckenverletzung oder auch nur am Knöchel was, und man konzentriert sich dann am Kopf und vergisst die anderen Körperregionen. Darum ist es wirklich wichtig, die Behandlung aller äußeren Verletzungen wirklich durchzugehen und den ganzen Körper abzutasten. Ja, und kommen wir zum Herz-Kreislauf zurück. Sollte der schlimmste Fall eintreten, dass jemand einen festgestellten Herz-Kreislauf-Stillstand hat, ist natürlich unverzüglich eine Reanimation einzuleiten. Diese Reanimation ist nach neueren Richtlinien vereinfacht worden, 30 Mal Herzmassage, 2 Beatmungen, und man kann sich dabei ablösen, und wenn wirklich die Verhältnisse so sind, dass Hilfe so schnell nicht zu erwarten ist, muss man etwaige Mitwanderer versuchen zu animieren, hierbei zu helfen, beziehungsweise limitiert wird das Ganze natürlich bei schlechtem Wetter durch die eigene Kondition. Man kann nur so lange reanimieren, als man fähig ist dazu, vor allem dann, wenn man allein ist, das heißt, dass man die Herzmassage und die Mund-zu-Mund-Beatmung alleine machen muss, abwechselnd. Wenn man zu zweit ist, dann tut man sich etwas leichter, dann hält man das schon etwas länger aus. Die Reanimation ist an sich durchzuführen, bis Hilfe kommt oder der Tod festgestellt wird, was ja meistens dann gleichzeitig erfolgt. Das kann dann schon einige Zeit in Anspruch nehmen, weil eine gewisse Anlaufzeit der Rettungsorganisationen ist schon vorhanden, und da dehnt sich die Zeit dann schon sehr lange aus. Bis zu 1,5 Stunden muss man schon rechnen, wenn die Hilfe zu, vor allem wenn die Hilfe zu Fuß kommt. Ja, und im optimalen Fall, wie lange tut man reanimieren, dann bis er halt wieder so quasi anspringt und die Herztätigkeit von alleine kommt. Und das kann, wie der Hermann auch sagt, schon länger dauern, und wir haben es selber auch schon gehabt, wo halt 50 Minuten durchgehend reanimiert worden ist und auf einmal fängt der Patient das Atmen wieder selbstständig an. Das sind natürlich dann schon Erfolgsmomente, wo man sagt, aha, auch nach einer knappen Stunde durchgehende Reanimation hat man es geschafft, dass der von alleine wieder atmet und das Herz wieder anspringt. Wichtig ist aber dann, dass man den ständig beobachtet, ständig, speziell im ersten Fall, also noch, dass er wieder selbst das Atmen anfängt, unterstützende Beatmung wieder trotzdem durchführt, also heißt die Mund-zu-Mund-Beatmung unterstützend macht, bis die regelmäßige Atmung dann wieder einsetzt, und dann immer wieder kontrollieren, dass
Es kann natürlich dann sein, dass wieder kurzzeitig das aufhört, die Atmung oder die Herztätigkeit aufhört und da immer wieder noch wieder nachreanimiert. Aber wenn er dann von alleine wieder atmet und das Herz wieder von alleine pumpt, dann hat man schon die große Chance, dass es auch so bleibt. Und das ist ein tolles Gefühl dann auch, wenn man sagt, ich habe jetzt noch eine Stunde den wieder hergebracht. Ja, was haben wir jetzt als erstes gelernt? Die Schocklagerung ist einmal das Beste. Wenn sich ein Patient das gefallen lässt, wenn wer einen Herzinfarkt oder irgend sowas in der Richtung hat, solche Patienten lassen sich eine Schocklagerung eh nicht gefallen. Hinlegen, Beine hochlagern. Ihr habt von Reanimation gesprochen. Wie geht die genau? Was ist dabei zu beachten? Das ist im Gelände oft gar nicht einmal so einfach, einen ebenen Platz sucht, nicht nur für den Betroffenen, sondern auch für die Retter rundherum. Also es hat keinen Sinn, wenn man ein schönes, ebenes Plätzchen hat, aber selber als Retter nicht dazukommt. Also man muss dann auf sich nehmen, doch in einige Meter weiter zu transportieren, unter Umständen. Und aber die Herzmassage soll unverzüglich beginnen. Die Beatmung ist Kopf überstrecken und die Atemluft selbst hineinzublasen. Dabei beobachten beim Hineinblasen, dass der Brustkorb desjenigen sich hebt und dann den Kopf wegdrehen, sodass das Ohr dann bei seinem Mund verweilt, wodurch man die Ausatemluft wiederum spürt bzw. hört. Die Herzdruckmassage Mitte Brustbein und 100 Massagen pro Minute hat man sich jetzt geeinigt, also nicht irgendwie altersabhängigen Unterschiede machen. Ein Säugling wird man ja kaum reanimieren müssen im Hochgebirge. Aber 100 pro Minute und alle 30 Herzmassagen muss man 2 Beatmungen durchführen. Wichtig bei so erkrankten Personen im alpinen Gelände ist ja dann im Gegensatz jetzt Personen am Tal, die haben ja Klettergurte, Rucksack, Hüftgurte an. Da ist es ganz wichtig, diese bängende Kleidung zuerst einmal lösen, vor allem am Hals lösen und dann eben den Brustgurt zu öffnen zum Obertouren und gegebenenfalls auch den Klettergurt auszuziehen oder halt zumindest lockern, weil mit einem angelegten Brustgurt die Reanimation einfach nicht funktioniert. Und das sind Sonderheiten im alpinen Gelände, die was man jetzt im normalen Fall nicht hat. Und auf das ist halt schon zu achten, dass man diese Teile dann weggibt, dass man wirklich dann in Ruhe reanimieren kann. Und ganz wichtig ist auch bei solchen Sachen, die Ruhe zu bewahren, den Notruf abzusetzen und dann auch diese Person wirklich zu betreuen und helfen zu können. Und eine ganz gute Methode ist auch bei solchen Sachen, dass man, wenn jetzt der wieder da ist, einfach den von hinten betreut, dass man den an sich anlehnen kann mit erhöhtem Oberkörper und auch sozusagen die Wärme abgibt und er hat dann ein Gefühl der Sicherheit und das hilft den Erkrankten schon sehr. Ja, es ist, wenn man das Glück hat, dass mehrere Personen anwesend sind, dass einer dazu abgestellt wird, ständig sich um den Verletzten oder Verunfallten zu kümmern. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und es ist so, dass so oft sich Frauen besser eignen als Männer. Männer sind doch immer die Aktiven und die Frauen vielleicht mehr Empathie und können sich besser hineinfühlen, vor allem wenn vielleicht der Verunfallte selbst eine Frau ist. Ohne eine Lanze hier für irgendjemanden zu brechen. Aber die Betreuung nonstop, die ist schon ganz wichtig. Und man muss mit, der Berg ist keine Intensivstation, man muss mit den Sachen, die man vorhanden hat, muss man auskommen. Wenn es um eine Erschöpfung geht, um eine Austrocknung geht, den Patienten vorsichtig zu trinken geben oder was zu essen geben, hochkalorische Sachen, also ein Schokoriegel wirkt da oft Wunder
Oder auch, haben wir schon erlebt, ich bin kein Verfechter von Red Bull, aber das Red Bull ist manchmal in so einem Fall bei Erschöpfungszuständen nicht einmal so schlecht. Aber entscheidend ist wohl die Flüssigkeit, die man zuführt. Und manch Hubschraubertransport ließe sich wahrscheinlich ersparen, wenn man dem Patienten Zeit gibt, sich zu erholen, 1,5 Stunden. Und dann geht das meistens, dass der Weg, wenn er unverletzt ist, anstandslos wieder weiter geführt wird. Natürlich mit Betreuung ins Tal, weil man darf ja nicht vergessen, eine Hubschrauberbergung, es ist ein sehr hohes Risiko, es passiert doch immer wieder Unfälle und wegen einer Erschöpfung ein Hubschrauber, es ist, in letzter Zeit hat das eben sehr stark zugenommen, wurde auch teilweise ausgenutzt dazu als Heimtransport, das sollte nicht sein. Also man sollte sich da wirklich sehr zurückhalten. Also, was haben wir als Zweites gelernt? Ohne Bewusstsein, wo man dazu kommt, jemand ist ohne Bewusstsein, ohne Atmung und ohne Puls. Wir starten sofort die Reanimation. Und wenn ich selbst nur die Herzmassage mache, ist es besser als nichts. Man muss sich immer vor Augen führen, wenn man nichts macht, sind die Überlebenschancen unglaublich gering und alles, was ich an Reanimation versuche, ist einfach besser als nichts. Man hört ja auch immer vom klassischen Sonnenstich. Was ist dazu zu sagen? Es gibt dann noch sogenannte Kleinigkeiten wie den Hitzschlag oder den Sonnenstich, das dann meistens auch eine gewisse Zeit erfordert, den Hitzschlag, dass man versucht abzukühlen und die Patienten erholen sich dann doch so weit, dass sie wieder wenigstens schon abtransportiert werden müssen, aber doch selbst gehen können mit Hilfe und nicht unbedingt getragen werden muss. Wobei bei einem Hitzschlag oder bei einem Sonnenstich ein Hubschrauber-Einsatz, glaube ich, schon indiziert ist, weil es doch zu einer Veränderung des Gehirns kommt in diesem Fall. Ja, Stichwort Sonnenstich, ich meine, da sind wir jetzt wieder dort, wo ich sage, diese Pausen, die was dringend notwendig sind beim Wandern, ich sage immer, nicht der Gipfel soll das Ziel sein, sondern der Weg soll das Ziel bleiben und man kann oder soll die Stärke schon haben, ab und zu umzudrehen. Manchmal, das sehen wir auch in der Bergkette, die Leute gehen einfach bis zur Erschöpfung, bis zum Umfallen und jetzt ist es heiß und die fehlende Kopfbedeckung macht es dann und dann kriegt man einen Sonnenstich und dann geht es den Burschen oder den Mädeln nicht so richtig gut. Hochroter Kopf, heißer Kopf, Kopfschmerzen, der Schwindel, es geht bis zum Erbrechen und in der Schwere vielleicht dann auch bis zur Bewusstlosigkeit. Und dann fängt die Rettungskette wieder an. Notruf, stabile Seitenlagerung bei ausreichender Atmung und dann hat man den Sonnenstich. Und was macht man im Sonnenstich? Mit den Verletzten, man setzt ihn in den Schatten. Nur wo hat man jetzt denn unbedingt in einem freien Gelände einen Schatten? Also probieren wir einfach einen Schatten zu machen mit einem Ground und eine Kühlung. Und da muss man halt aufpassen, man sollte jetzt nicht die ganze Wasserflasche gleich direkt über den Kopf gießen, sondern eben ein T-Shirt befeuchten mit einem Wasser. Vielleicht hat man Bachel daneben und dann eben dieses mit Wasser getränkte T-Shirt einfach in den Nacken legen. Und so dann schauen, dass er einfach gekühlt wird. Kopfbedeckung natürlich, wie angesprochen, ist notwendig. Und dann schaut man, wie sich der Patient oder der Erkrankte erholt. Wenn er sich erholt, dann kann man den Abstieg natürlich selbstständig durchführen. Aber meistens geht es denn im Sonnenstich, ist ja die Erholung nicht sofort da. Und dann muss man eben eine organisierte Rettung wieder alarmieren. Und dann muss man jetzt schauen, wie kann man die Zeit, bis die Bergrettung kommt, wie bis eben der Hubschrauber kommt, nützen. Und da muss man halt wirklich, wie gesagt, in der Sonne in den Schatten legen, Oberkörper hochlagern und eben trotzdem schauen, dass der Wärmeerhalt vom Körper erhalten wird. Der Schädel ist zwar hochrot und heiß, aber
der Wärmeerhalt vom Körper ist dann trotzdem ganz, ganz wichtig. Und was auch wichtig ist, die Betreuung für so eine Person. Da sind wir jetzt irgendwo hoch im alpinen Gelände, die Person kann dann schon in Panik verfallen. Und wenn man da eine tolle Betreuung macht, das hilft dem Patienten schon sehr. Ja, das wäre das Umgekehrte im Winter, nicht? Wo eben vor allem die Unterkühlung relativ rasch vorhanden ist, dass man muss immer denken, wenn sich jemand wehtut, wenn sich jemand verletzt, Unterschenkel oder Schulterluxationen, also Verrenkungen des Schultergelenkes kommen relativ häufig vor. Es ist unglaublich, wie schnell die Leute auskühlen. Also viel schneller, als wenn man sich so spontan in den Schnee sitzt und die Gegend anschaut. Es geht, also die Leute beginnen zu zittern und werden blass im Gesicht und eine Unterkühlung geht viel schneller beim Traumatisierten als bei einem gesunden Menschen. Und genau hier gilt das Gleiche. Man versucht, die vorhandene Wärme zu halten. Das heißt, man muss dann auch oft seinen Anorak opfern oder seine Überhose opfern, um eben hierbei zu helfen. Und der Manfred hat es ja schon erwähnt, im Verbandspackel ist auch eine Folie drinnen, die ihn schützt vor weiteren Wärmeverlust. Manfred Aster, habe ich gefragt, von vielen gefürchtet und sagenumwoben, die Schlangen am Berg und der Schlangenbiss. Was ist da zu tun? Naja, beim Schlangenbiss, also grundsätzlich kann man mal sagen, welche Arten von Schlangen haben wir. Viele, viele ungiftige Schlangen, aber bei uns im alpinen Gelände natürlich die Kreuzotter und vorweg sei gleich mal gesagt, der Biss einer Kreuzotter ist einmal grundsätzlich nicht tödlich. Die Kreuzotter ist auch keine angriffslustige Schlange, sondern sie wird sie eher abwehrend verhalten und eben man stürzt genau dort eine, wo die Schlange und dann Schwarzbergschauder ist und dann hat man einfach den Biss. Und wichtig ist, der Schlangenbiss der Kreuzotter wird trotzdem im Allgemeinen verharmlost. Dem ist aber nicht so, weil das Gift dieser Kreuzotter ist schon beträchtlich und wenn man glaubt, man kann jetzt den Abstieg von einer Schutzhütte eine Stunde ins Tal noch wagen, dann passiert eben einfach das, dass der niedergehen wird, der bei der Kreislaufversorgung hat, und dann geht es ganz schlecht. Also was passiert oder was sollte man tun? Die erste Hilfemaßnahmen bei einem Schlangenbiss, man sollte sich hinsetzen, man sollte dann schauen, dass man die Bisswunde einfach steril abdeckt und dann unbedingt organisiert die Rettung zu holen. Wir haben selber gehabt, im Bereich Buchsteinhaus, Bursch ist runtergegangen, ist hergefallen, ist von dieser Kreuzotter eben gebissen worden und hat gesagt, die Stunde bis nach Stadterboden gehe ich schon runter. Nur wie die angekommen ist, hat er wahnsinnig hohes Fieber gehabt, er hat Durchfall gehabt, er hat ganz schwer erbrochen und ist dann eben mit dem Notarzthubschrauber in das Spital geflogen worden und hat 3 Wochen gebraucht, bis er eigentlich wieder fit war. Wäre der Gebissene da oben stehen geblieben, hätte sich holen lassen von der Bergrettung, vom Hubschrauber, kommt er ins Spital, wird eine Nacht kontrollemäßig stationär aufgenommen und am dritten Tag kann er wahrscheinlich wieder arbeiten oder wandern gehen. Und dieser Biss von der Kreuzotter ist eben nicht zu verharmlosen. Was wir aber auch gemerkt haben, manche Bisse kommen deswegen zustande, weil viele Personen die Schlange einfach segieren und ärgern und fangen wollen. Und das sollte halt dann schon nicht sein, weil dann werden sie natürlich aggressiv und beißen auch zu. Ja, ich kann mich erinnern, dass einmal ein Schlangenbiss in den Hals erfolgt ist. Und einfach deswegen, weil sich der Herr die Schlange um den Hals gehängt hat. Mein Mitleid für solche Menschen hält sich in Grenzen, möchte ich nur dazu sagen. Aber es ist sicher ein sehr seltener Notfall, ein Schlangenbiss, aber doch als Notfall zu bezeichnen. Absolut, wobei das Gift, das die Schlange überträgt, hat damit stark zusammenhängt, ob sie eine längere Hungerphase hat, die Schlange, oder ob sie eben gerade vor kurzem gefressen hat, dann ist das Gift viel stärker und wirkt viel stärker. Und das weiß man natürlich nicht, aber auch die Größe der Schlange ist natürlich ausschlaggebend. Es sind ja
ganz kleine Schlangen, aber auch ziemliche 1 Meter große Schlangen im Bereich der Gesäuseberge gesehen worden. Aber wie gesagt, diese, was der Manfred richtig gesagt hat, das ist ein sehr scheues Tier. Meistens sieht man nur den Schwanz irgendwo in einer Felsspalte verschwinden, wenn man da mit seinen Bergschuhen doch etwas gröber daherkommt. Also, das Gift von der Schlange ist ja ist ein besonderes, kostbares für die Schlange selber. Sie braucht ja dieses Gift zum Beutefangen und eigentlich somit zum Überleben. Der Mensch ist einfach nicht in diesem Beuteschema drinnen. Vielmehr beißt es einfach zu, wenn man gesagt haben, wenn sie sich bedroht fühlt. Und was man unbedingt nicht tun sollte, auf keinen Fall soll man die Wunde aussaugen, anschneiden oder anderweitig manipulieren. Wir haben beim Schlangenbiss als erste Hilfemaßnahmen eben wirklich nur die andere Möglichkeit, den Patienten ruhig zu bringen und warten auf einen Abtransport. In den Karl-May-Filmen sieht man es, dass man ausschneidet und aussaugt. Wir machen es nicht beim Biss der Kreuzotter. Soweit zum Schlangenbiss und wie man den versorgt. Manfred Asper und Hermann Telesklav, ihr habt gesagt, die Kameradenhilfe ist einmal das Wichtigste, dann aber die organisierte Rettung. Gibt es ein Beispiel, wo beides gut zusammengespielt hat? Hermann, du kannst dich erinnern, wir haben einmal im Festkoppel Südhorn einen Verletzten gehabt, einen Schwerverletzten, die sind abgestiegen und wie dann die Rettung gekommen ist er in den sogenannten Berge tot verfallen. Jetzt ist dieser Schutzmantel abgefallen von dem. Ich habe jetzt Rettung in Sicht, die Rettung ist bei mir und dann ist das Herz stehen geblieben. Dann haben wir 2-3 Mal reanimiert in dem Fall und er ist sofort wiedergekommen. Also diese Kameradenhilfe ist eine ganz, ganz wichtige und man kann nichts verletzen, man kann ihm nicht nur zusätzliche Schäden zufügen, sondern man kann in dieser Situation wirklich das Leben retten, indem man sofort eben mit der Reanimation beginnt. Ja, der Fall von Festkugel, der war sowieso ein ausgesprochenes Lehrbeispiel, nämlich zu dem, was du vorher gesagt hast, dass man jeden Patienten von oben bis unten untersucht. Es war nämlich so, dass der von einem Felsen, also durch Steinschlag, verletzt wurde und auffällig, wenn man von oben bis unten untersucht haben, war im Schmerzen, doch stärkere Schmerzen im Brustkorb links bis hinunter in den Bauch reichend. Und wie wir dann den geborgen haben, er hat mich übrigens einige Monate später dann besucht und da hat er mir erzählt, er ist dann ins Krankenhaus eingeliefert worden und eigentlich waren alle sehr locker im Umgang mit ihnen und auf einmal war alles angespannt, er hat sich müssen hinlegen, hat sich nicht mehr bewegen dürfen und strengste Bettruhe und so weiter und so fort. Und er hat dann nachgefragt, was los ist. Er hat gesagt, dann ist ihm gesagt worden, dass er eine Milzruptur hat. Und eine Milzruptur, wenn das irgendwo am Berg passiert, ist eigentlich absolut tödlich, weil der muss sofort operiert werden, weil das so stark blutet in den Bauch hinein, dass eigentlich kaum eine Überlebenschance besteht. Aber das war eine sogenannte zweizeitige Milzruptur, also ein Riss der Milz, und wodurch er das eigentlich unbeschadet überlebt hat. Aber ganz wichtig war damals, da denke ich heute noch zurück, dass wir den wie ein rohes Ei behandelt haben bei der Bergung in den Acker und dann ganz vorsichtig ihn heruntergebracht haben, obwohl er eigentlich 300 Meter noch selbst abgestiegen ist, wohlgemerkt. Und umgefallen ist er erst da, wie er uns gesehen hat. Und da sind wir jetzt schon in der organisierten Rettung und das ist ein ganz wichtiger Teil von dieser Rettungskette. Er ist da kurz unter dem Vorbau Festkugel Südwand, haben wir den angetroffen und wer den Weg kennt bis herunter nach Johannesburg, wir haben dann den wie ein rohes Ei, Hermann, du hast das schon richtig gesagt, abtransportiert und wir waren da in knapp 1,5 Stunden in der Gebirgstage, haben wir das geschafft, dass man rund war, haben das noch an der Rettungsabteilung der Feuerwehr Admont den Patienten übergeben und der ist so nach einem Herzstillstand, nach dieser multiplen Verletzungen, was er gehabt hat und die Schwere, wirklich gesundet und es ist noch ein schön, wenn der Sonne kommt und sagt, Burschen, danke, das hat funktioniert. Drei
Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei seid in 14 Tagen. Vielen Dank.